Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die in Afghanistan umgekommenen deutschen und dänischen Soldaten sind nach Deutschland gebracht worden. Begleitet von Kameraden aus der internationalen Schutztruppe wurden die 5 Särge auf dem Flughafen Köln-Wahn mit militärischen Ehren empfangen. In Kabul hatten Soldaten der Schutztruppe am Morgen von den Toten Abschied genommen. Bei der Zeremonie in Köln waren auch Angehörige der Verstorbenen anwesend. Derzeit werden die Toten in ihre Heimatorte übergeführt. Heute gegen 18 Uhr erreicht der Airbus 310 der Bundeswehr den Kölner Flughafen. Militärische Ehrenerweisung für die 5 Soldaten, die am vergangenen Mittwoch beim Entschärfen einer russischen Rakete ums Leben kamen. Die 3 dänischen Opfer werden nach der Zeremonie mit einer Herkulesmaschine nach Dänemark geflogen. Die 2 deutschen Kameraden sollen mit dem Leichenwagen noch heute in ihre Heimatorte gebracht werden. Die Sargträger sind Soldaten des deutschen Kontingents in Afghanistan. Auch Trauergäste und Angehörige der Verstorbenen haben sich zum Ehrengeleit auf dem Rollfeld eingefunden. Militärische Ehrenerweisung für die Opfer auch heute Morgen in Kabul. Mehr als 5000 Kilometer von Deutschland entfernt haben die Soldaten in einem Land ihr Leben lassen müssen, in dem seit über 20 Jahren Bürgerkrieg herrscht. Wir verneigen uns vor ihnen für ihren selbstlosen Einsatz und für ihren Mut, besondere Gefahren auf sich zu nehmen, um andere Menschen zu schützen. An der Trauerfeier in Kabul nahmen deutsche, dänische und österreichische Soldaten der internationalen Schutztruppe ISAF teil. Die 2 getöteten deutschen Oberfeldwebel waren erst 27 und 29 Jahre alt. Die von den USA geführte Militäraktion im Osten Afghanistans geht offenbar in ihre entscheidende Phase. Sowohl ein Sprecher der US-Armee als auch der afghanische Ministerpräsident Karzai sprachen von entscheidenden Schlägen gegen Stellungen der Al-Qaida-Organisation, die kurz bevorstünden. Heute behinderte allerdings starker Schneefall die Kampfhandlungen. Zur Unterstützung der Offensive schickte das afghanische Verteidigungsministerium einige 100 zusätzliche Soldaten in die Region. In die Kölner SPD-Spendenaffäre sind angeblich auch Bundes- und Landespolitiker der Partei verwickelt. Nach Medienberichten sollen einige Abgeordnete aus Köln und dem Umland fingierte Spendenquittungen angenommen haben. Mindestens 2 Landtagsabgeordnete hätten sich wegen der Einreichung falscher Spendenquittungen beim Finanzamt inzwischen selbst angezeigt. Die Gerüchteküche kocht, immer neue Namen werden genannt und dann gleich wieder dementiert. Es geht um die handgeschriebene Liste des ehemaligen Kölner SPD-Schatzmeisters Manfred Biziste. Darauf hat er die Namen der 38 Genossen vermerkt, die fingierte Spendenquittung erhalten haben sollen. Die Liste ist über seinen Anwalt an das Finanzamt weitergegeben worden. Ich will keinem Gerücht Nahrung geben, sondern das Steuergeheimnis und die Persönlichkeitsrechte zwingen mich dazu, auch daran zu denken, dass ich von vielen ungefragt besagt bekommen habe, sie hätten zwar eine Spendenquittung gekriegt, aber sie nicht dem Finanzamt eingereicht. Und wie soll ein solcher Mensch sich vor falschem Verdacht schützen, ohne seine Steuererklärungen zu veröffentlichen? Das kann man keinem zumuten. Auch rund um die Entsorgerfirma Trinekins tauchen immer neue Spekulationen auf. Der Anwalt des Unternehmenschefs wies Bestechungsvorwürfe zurück. Auch der ehemalige SPD-Politiker Karl Wienand habe keine Zahlungen von Trinekins erhalten. Von der Firma Steinmüller dagegen hat er als Berater Geld bekommen. Ein Zusammenhang mit dem Kölner Skandal gibt es nicht. Auch der Kanzler und sein Herausforderer meldeten sich zu Wort. Es ist aber sehr klar geworden, dass CDU und CSU hier überhaupt keine Häme oder eine Schadenfreude zum Ausdruck bringen oder dass das gar von CDU und CSU im Wahlkampf in irgendeiner Weise instrumentalisiert wird. Die Verantwortlichen sind entweder gegangen oder sie werden aus der Partei entfernt. Darauf kann sich jeder verlassen. Das, lassen Sie mich mal so sagen, macht im Übrigen den Unterschied zwischen der Reaktion, die wir auf solche Verhältnisse haben, deutlich. Verglichen mit denen anderer Parteien. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss will voraussichtlich in der kommenden Woche wegen des Spendenskandals eine Sondersitzung ansetzen.
Mit einem Sonderprogramm Ost wollen CDU und CSU in den Bundestagswahlkampf ziehen. Die Parteipräsidien beschlossen in Wörlitz, Sachsen-Anhalt, den ostdeutschen Teil des Wahlprogramms. Als Schwerpunkte nannte Kanzlerkandidat Stoiber eine Existenzgründerinitiative, den Ausbau von Straßen und Schienen sowie vereinfachte Genehmigungsverfahren. CDU-Chefin Merkel sprach von einem Signal für Ostdeutschland. Fototermin im Wörlitzer Park. CDU und CSU-Präsidium in demonstrativer Geschlossenheit. Das neue Wir-Gefühl sei das eine wichtige Ergebnis dieser kurzen Tagung. Das andere ein Sonderprogramm für die neuen Länder mit dem Titel Im Osten was Neues. Die Union nimmt hier die Signale auf, das, was in den neuen Bundesländern gut läuft, auch weiterzuentwickeln, zu verstärken und dem Osten endlich wieder den Stellenwert zukommen zu lassen, den er braucht. Vor allem der Mittelstand soll mit einer Existenzgründer- und Innovationsoffensive gefördert werden. Von einem Aufschwung Ost würde schließlich ganz Deutschland profitieren. Wobei nicht mehr die Kopie der westlichen Lebensverhältnisse, sondern eine eigene kreative Neuausrichtung vonnöten sei. Und dieses Sonderförderprogramm Ost wollen wir aus Privatisierungserlösen durch die Veräußerung von Bundesvermögen, aus Mittelumschichtungen im Bundeshaushalt und aus zusätzlichen Handlungsspielräumen aufgrund stärkeren Wirtschaftswachstums finanzieren. In Wörlitz wurden heute die Eckpunkte für den Osten festgeklopft. Den Rest des Programms für die Bundestagswahl will die Union erst Ende April vorlegen, nach den Wahlen in Sachsen-Anhalt. Der Vorsitzende der sächsischen CDU, Milbrath, soll Nachfolger von Ministerpräsident Biedenkopf werden. Der 57-Jährige wurde auf einem Sonderparteitag in Dresden mit großer Mehrheit nominiert. Milbrath erhielt rund 71% der delegierten Stimmen. Das heutige Votum gilt als Empfehlung für die CDU-Landtagsfraktion. Sie schlägt den Kandidaten bei der Ministerpräsidentenwahl am 18. April vor. Milbrath rief die Partei zur Geschlossenheit auf. Die Personaldebatten der vergangenen Monate müssten jetzt beendet werden. Ein neuer Anschlag wird vor wenigen Minuten aus dem Nahen Osten gemeldet. Nach ersten Berichten hatte ein bewaffneter Palästinenser in der israelischen Küstenstadt Netanya das Feuer auf Passanten eröffnet. Mindestens 25 Menschen sollen verletzt worden sein, darunter auch 3 Touristen. Der Anschlag ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die Menschen nach Ende des Sabbats wieder auf die Straßen strömten. Weitere Einzelheiten liegen derzeit nicht vor. Mit langen Warteschlangen hat in Simbabwe die Präsidentenwahl begonnen. Amtsinhaber Mugabe steht seit 22 Jahren erstmals ein ernstzunehmender Herausforderer gegenüber. Dem ehemaligen Gewerkschaftsführer Tsvangirai werden jedoch nur bei einem fairen Verfahren Chancen eingeräumt. Überschattet wird die Wahl von Manipulationsvorwürfen. Mugabe soll mit Gewalt versucht haben, die Opposition einzuschüchtern. 3 Jahre nach der Brandkatastrophe mit 39 Toten ist der Mont Blanc-Tunnel für Pkw am Mittag wieder eröffnet worden. Gleichzeitig demonstrierten etwa 1500 Menschen sowohl auf der französischen als auch auf der italienischen Seite gegen die geplante Freigabe des Tunnels auch für den Schwerverkehr. Kinderstille, Blumen und ein Gedenkstein. Die Angehörigen der 39 Todesopfer des schweren Mont Blanc-Unglücks vom 24. März 1999 legten heute Morgen eine Trauerminute ein. Zur gleichen Zeit protestierten etwa 1500 Anwohner und Mitglieder von Umweltschutzverbänden gegen die Wiederzulassung des Lkw-Verkehrs im Mont Blanc-Tunnel, die in einer Woche geplant ist. Um 12.45 Uhr war es dann soweit. Der erste Pkw bahnt sich seinen Weg in die erneuerte Tunneleinfahrt. Der Mont Blanc-Tunnel wurde unter anderem mit 9 Notausgängen, mit 36 feuersicheren Schutzräumen und zusätzlichen Warnsystemen ausgestattet. Feuerwehrleute sind ständig am Ort. Vor der Wiederaufnahme des Verkehrs heute Mittag eine feierliche Segnung. Der Tunnel soll kein Tunnel des Todes bleiben, er soll einen neuen Weg ins Leben weisen. Am Wochenende ist die Tunnelpassage umsonst. Ab Montag kostet sie rund 30 Euro. Neuer Intendant des ZDF wird der bisherige Programmdirektor Markus Schächter. Er löst Dieter Stolpe ab. Der Fernsehrat wählte den 52-jährigen Schächter an die Spitze des Mainzer Senders. Der Pfälzer bekam 51 Ja-Stimmen, 4 mehr als erforderlich. Monatelang hatte sich der ZDF-Fernsehrat nicht auf einen neuen Intendanten einigen können. Bei 2 Sitzungen erhielt keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit. Schächter soll sein neues Amt am kommenden Freitag antreten.
Das Weltraumteleskop Hubble ist repariert und rundum erneuert. Die Columbia Crew zeigte sich zufrieden mit ihrem Einsatz. Bei dem letzten von 5 Einsätzen im All hatten 2 Astronauten das Kühlsystem einer Infrarotkamera ausgetauscht. Den Erfolg kann die NASA erst in einigen Wochen überprüfen. Zum Abschluss ihrer Arbeiten entließen die Astronauten mit Hilfe eines Roboterarms das Teleskop wieder auf seine Umlaufbahn.